Das Thema Sigmund Freud, die Psychoanalyse und der Einfluss auf die zeitgenössische Kunst oder um die zeitgenössische Kunst ist ein Vorlesungsthema für zumindest ein Semester, vermutlich für ein Jahr. Wir werden versuchen, das schlaglichtweise heute Abend behandeln. Ich hoffe, Sie sind nicht böse, dass wir unglaublich viel wahrscheinlich nicht behandeln werden, auslassen werden, einen Mut zur Lücke haben müssen. Ja, aber wir werden unser Bestes tun. Ich schicke voraus, dass ich kein Kunstkenner bin, sondern Laie. Ich habe oft bemerkt, dass mich der Inhalt eines Kunstwerks stärker anzieht als dessen formale und technische Eigenschaften, auf welche doch der Künstler in erster Linie Wert legt. Für viele Mittel und manche Wirkungen der Kunst fehlt mir eigentlich das richtige Verständnis. Ich muss dies sagen, um eine nachhaltige Beurteilung meines Versuchs zu sichern, schreibt Sigmund Freud in einem Essay über den Moses von Michelangelo, und er fügt hinzu, er verweile sehr lange bei den Werken, um herauszufinden, was wirkt auf ihn, um sich das Werk begreiflich zu machen, und wo ich das nicht kann, schreibt er dann zum Beispiel in der Musik, bin ich fast genussunfähig. Ja, guten Abend. Podiumsdiskussion anlässlich von Joseph Kossuths kuratierter Installation, die Sie hoffentlich alle im ersten Stock gesehen haben. Sigmund Freud und die Bürde der Repräsentation, auch darüber werden wir reden. Das Thema ist kontroversiell, wie ich glaube, ist mit vielen Missverständnissen vermint. Der Künstler, der Genie, der Neurotiker, aus dem unbewussten oder unterbewussten S geradezu eruptiv an die Oberfläche arbeitet. Es malt, es tut. Von Joseph Beuys wiederum stammt der Satz, Kunst ist auch Therapie. Also in diesem breiten Feld werden wir uns heute irgendwie bewegen. Ich freue mich, dass dieses Podium sehr hochkarätig besetzt ist, und ich nehme an, es sind keine Gegenpole, aber es werden wahrscheinlich auch unterschiedliche Meinungen und Ansichten zu dem einen oder anderen Thema sein. Ich begrüße neben mir Jeanne-Wolf Bernstein. Sie ist in Wien und New York tätige Psychoanalytikerin, lehrt unter anderem in Berkeley und in Wien, glaube ich, an der Sigmund Freud Privatuniversität, und hat zahlreiche Artikel über Sigmund Freud, über Psychoanalyse und Kunst und Film geschrieben. Ich mache das jetzt ganz durcheinander, weil ich es mir nämlich ganz durcheinander aufgeschrieben habe. Martin Goodman ist die eine Hälfte des Künstlerduos Clagent Goodman, unterrichtet hier in der Akademie am Schillerplatz Fotografie. Clagent Goodman sind prominente Vertreter jener Kunstrichtung, der sich auch Joseph Kossuth zurechnet. Sie arbeiten auch seit Anbeginn an zusammen oder eng zusammen, nämlich Kontext, Kunst oder Institutionskritik, entstanden in den 1980er Jahren. Und die beiden arbeiten sehr prozessorientiert, reflektieren gesellschaftliche, soziale und kulturelle Verhältnisse. Sie haben sicherlich hier im ersten Stock, wenn Sie in der Ausstellung waren, die Fotoarbeiten und Installationen zum Thema Bibliothek, Neue Ordnung, Preparation of Strict Orders, das Gegenteil von strikten Ordern, Anarchismus, Kubismus und, das dritte habe ich jetzt vergessen, müssen Sie mir helfen. That was it. Noch ein kleiner Hinweis. Martin Goodman wird auf Englisch antworten. Wenn Sie wollen, dass das zusammengefasst übersetzt wird, dann müssen Sie das sagen, dann tun wir das auch. Ansonsten versuchen wir das in Zweisprachigkeit zu führen. Also eben, wie gesagt, sehr berühmt und Ihnen allen sicherlich bekannt ist die Jahrzehnte überspannende Serie der offenen Bibliothek, unter anderem für den Friedhof, für den jüdischen Friedhof in Krems auch eine öffentliche Bibliothek geschaffen, wo sie drei Schränke voller Bücher über den Tod im jüdischen Gesetz, im Ritual und in der Philosophie installiert haben.
Jetzt wandere ich wieder in diese Richtung. August Roos ist Psychoanalytiker, Neurologe und war bis 2011 stellvertretender Vorstand der Wiener Uniklinik für Psychoanalyse und Psychotherapie. Und er ist, wie alle hier am Podium, auch ein ausgewiesener Kunstkenner. Das werden Sie wissen, weil Sie werden ihn öfter bei Ausstellungseröffnungen sehen. Monika Bessler ist Kunsthistorikerin und Kuratorin und seit Jahresbeginn Direktorin des Wiener Sigmund-Freud-Museums. Große Teile der Sammlung sind ebenfalls hier im ersten Stock zu sehen und Luisa Ziaja ist Kunsthistoriker, Kuratorin und Co-Kuratorin, einer der Co-Kuratorinnen der Ausstellung von Joseph Kossuth. Ja, und bevor wir zu diskutieren beginnen, wage ich im Angesicht der Experten eine kleine Begriffsdefinition, was Psychoanalyse ist und was dann Kunst und Psychoanalyse miteinander zu tun hätten. Das diskutieren wir dann hier. Also Freud versteht unter Psychoanalyse die Aufdeckung des Verborgenen, Vergessenen, Verdrängten im Seelenleben. Er betont den Anteil des Sexuellen, die Rolle des Unbewussten, Triebe, die nicht befriedigt werden und nicht abreagiert sind, Drängen nach Erfüllung. Hier taucht dann auch der Begriff der symbolischen Befriedigung auf und da würde ich dann die Frage anschließen, ob das irgendwie dann sozusagen mit Kunst zu tun hat. Der Traum, die Traumdeutung, hier sind die Texte, Joseph Kossuth hat viele Texte aus der Traumdeutung genommen, ist sozusagen ein nicht erledigter Tagesrest, ein latenter Traumgedanke, der während des Tages aufgebaut, aber nicht erledigt bzw. befriedigt wird, wird dann durch die Traumarbeit in einen Traum verwandelt. Symbolische Befriedigung, Sublimierung der Triebe, Unbewusstes, alles dieses wird heute im Zusammenhang auch mit der Kunst diskutiert werden. Sie haben sicherlich auch den Pressetext zu dieser Veranstaltung gelesen. Ich will ihn kurz wiederholen. Von Beginn an wurden Einflüsse der Psychoanalyse in der bildenden Kunst manifest. Nicht zuletzt, dass sich beide Felder mit der Macht der Bilder und ihrer symbolischen Bedeutung beschäftigen. Und das habe ich schon anfangs angesprochen, impliziert das allerdings auch die Herausbildung und Herauskristallisierung von Stereotypen. Andererseits hat sich Freud, wie man auch aus vielen Schriften weiß, sehr intensiv mit Kunst auseinandergesetzt. Ich kann Ihnen dieses Buch dazu auch nur empfehlen. Und er hat sicherlich auch die Kunst nachhaltig beeinflusst. Sehr offensichtlich ist es im Surrealismus, Action Painting, Wiener Aktionismus, aber auch im Film die Art der Überblendungen, Rückblenden, die Art des Schnitts, das frei assoziierende Schreiben, also die Écriture-Automatik. Die Frage ist dann, die ich dann auch Herrn Gutmann stellen werde und Ihnen, wie sehr sich in diesem Kontext auch etwas wie eben Institutionskritik oder kontextuelle Kunst einfindet. Aber zuerst die Frage an Sie alle. Die Eingangsfrage, ist Freud oder genauer gesagt, warum ist Freud eine Schlüsselfigur für die Kunst und die Kulturwissenschaft? Vielleicht beginne ich einfach da aus und wir gehen so einmal im Kreis. Sie brauchen ein Mikrofon, oder? Hier ist dann nicht Penisneid, sondern Mikrofonneid. Mikrofon. Schönen guten Abend, freue mich sehr, dass ich hier bin. Die Frage ist interessant und Sie haben vorgelesen das Zitat, wo Freud im Text über den Moses des Michelangelo meint, dass er an der Technik nicht so interessiert sei, aber in den Inhalten. Und das hat jetzt mich auf die Spur gebracht, wenn wir die Ausstellung oben anschauen, und Sie haben es auch erwähnt, es ist eine kuratierte Ausstellung, stellt sich für mich die Frage, wenn Sie nach der Aktualität von Sigmund Freud in der zeitgenössischen Kunst, und da rechnen wir jetzt auch die Konzeptkunst, also die Kunstentwicklung seit den 1970er Jahren dazu, wie sehr sich nicht gerade im Hinblick auf die Technik, sprich auf die Strukturierung eines Kunstwerkes, Freuds Impact, also Freuds Einfluss maßgeblich wird. Auch Kossuth kuratiert eine Ausstellung, es gibt also diese künstlerische Praxis des Kuratierens, die auch bei Gag und Goodman sozusagen ganz evident wird, wenn man in den öffentlichen Raum geht. Man kuratiert eine Ausstellung, indem man ihr, man könnte das beschreiben als, man gibt dem Kunstwerk einen Subtext,
Joseph Kuschut macht es buchstäblich, indem er einen Text von Sigmund Freud sozusagen als Folie, als Display verwendet, um darauf entsprechend Kunst zu präsentieren und damit auch dieser Kunst schon eine Struktur gibt. Und Sigmund Freud hat auch, denke ich, und deshalb wird er nicht nur grundsätzlich rezipiert, weil er die Möglichkeit gegeben hat für jeden Menschen, das Individuum, sich selbst anders zu betrachten und zu erkennen, sondern vielleicht auch deshalb, weil er versucht hat, diesem Seelenleben eine gewisse Struktur zu geben und eine Herangehensweise. Und mit dieser anderen Art der Herangehensweise sozusagen auch noch immer für die zeitgenössische Kunst attraktiv ist, da die Konzeptkunst mit Sprache als Instrument verwendet und Freud auch als großer Meister der Sprache, in der Sprache zum Beispiel in der Talking Cour ein Instrument gesehen hat. So, das ist so ein ganz wesentlicher Shift, der mir dazu einfällt. Herr Professor Roos. Ja, die Verbindung von Psychoanalyse und Kunst ist, es ist keine kein Mythos, wenn man sagt, sie ist von Anfang an eine enge Verbindung. Sie hat mehrere Brücken, die man aufbauen kann oder vorweisen kann, aber sie war insofern von Anfang an miteinander verbunden, Kunst und Psychoanalyse, als Freud in einer Zeit gewirkt hat, als man feststellen konnte, dass es eine enge Verbindung zwischen Kunst und Wissenschaft gegeben hat. Otto Marquardt hat diese Epoche einmal als einen Wachwechsel zwischen Ästhetik und Therapeutik beschrieben. Und die Brüder Goncourt in Belgien haben in den 60er Jahren von einer art de nerf gesprochen, also von einer Nervenkunst. Und dieser Begriff ist dann in dieser Form auch von Hermann Bahr für die ganze fin de siècle-Kultur in Wien, aber auch in anderen Ländern übernommen worden. Kunst und Wissenschaft wurden in dieser Zeit als etwas angesehen, was aus der gleichen Quelle schöpfte. Also die Kreativität in beiden war mehr oder weniger dasselbe. Und das Kennzeichen war, dass sich Kunst auch in Bezug auf Psychologie zunehmend psychologisierte und die Psychologie sich zunehmend ästhetisierte. Und in dieser Epoche wuchs Freud auf, wirkte und stieß dabei auch auf seinen Lehrer Charcot in Paris, der ebenfalls von dieser Mentalität sehr stark beeinflusst war. Charcot wollte ja Künstler werden, durfte es aber nicht. Der Vater hatte einen anderen Beruf für ihn vorgesehen, also Mediziner. Und als Neurologe hat er versucht, über die Hysterie Kunst und Wissenschaft, Kunst und Medizin wieder miteinander zu verbinden, indem er gezeigt hat, dass die hysterischen Patientinnen im Großen und Ganzen sehr viele Kunstwerke imitieren, religiöse Darstellungen und das umgekehrt, die großen Künstler sich immer schon mit der Darstellung leidenschaftlicher Menschen, also von Hysterikern, bemüht hätten. Das war also gewissermaßen das Beet, in dem dann die Kunst und die Psychoanalyse gemeinsam aufgewachsen sind. Und die Psychoanalyse hat sich dann ja auch als eine Theorie als eine Psychologie des Unbewussten erwiesen, die nicht nur aus einer klinischen Dimension besteht, also als Krankenbehandlung, sondern auch Kulturtheorie und Sozialkritik ist. Und auf diesen drei Beinen steht die Psychoanalyse. Wenn diese drei nicht es geben würde, würde sie wahrscheinlich auch umfallen als Therapie. Aber man vernachlässigt diese zwei anderen Dimensionen, Kunst, Kulturtheorie und Sozialtheorie, zugunsten des Klinischen, aber sie gehören von Anfang an untrennbar, sind sie miteinander verbunden. Eine andere Frage jetzt, die sich noch daraus ergeben könnte, die will ich jetzt nicht, ich habe jetzt, glaube ich, schon einmal den einen Punkt genannt, die enge Verbindung zwischen den Disziplinen, zwischen den Gebieten, und wir kommen dann sicherlich noch auf etwas zurück, was andere Bezüge
betrifft. Vorerst einmal das zur Geschichte der Verbindung. Danke, Frau Professor Wolf. Bernstein? Ich bin sehr froh, dass Sie den mit dem Moses-Text angefangen haben, denn das ist eigentlich nicht oft der Text, der genannt wird als der Text von Freud über die Kunst. Und ich würde sagen, die Psychoanalyse ist selber durch eine ziemliche Bewegung gegangen, weil der frühere Text, der immer aufrepräsentiert wurde, gezeigt wurde, war der sein Text von 1911 über Leonardo da Vinci. Und wir haben lange gekämpft, dass wir wegkamen von dieser psychobiografischen Tradition in der Psychoanalyse, die Freud, würde ich sagen, selber unterstützt hat. Er hat selber eigentlich geglaubt, dass dieser Leonardo da Vinci, du magst mir vielleicht nicht übereinstimmen, aber ich weiß es nicht, ihn selber gedacht hat, das sei sein Text über sein Verständnis der Kunst. Und diesen Moses-Michelangelo-Text war eigentlich ein autobiografischer Text, den er viel später publiziert hat und der für ihn eigentlich um die Zeit entstand, wie er mit Jung gespalten hat, sich von ihm getrennt hat und sehr entzürnt war auch über seine Kandidaten, seine Folger. Aber ich finde es einen der spannendsten Texte von Freud über die Ästhetik, weil er da zum ersten Mal, vielleicht wieder seines Willens, beschreibt die Wirkung eines Kunstwerks auf den Beobachter. Und insofern ist das also ein Aspekt der Psychoanalyse, der vielleicht nicht sehr oft erwähnt wird, wie sehr die Psychoanalyse neben dem Inhalt sehr viel eigentlich auch zu sagen hat über die Beziehung des Kunstwerks zum Betrachter. Das Dreizeichen, ja, für das er auch nicht gedacht hat, aber was später benutzt wurde, sein Text genommen wurde über Witz und Beziehung zum Unbewussten, wo er also spricht über den, der den Witz erzählt, das Objekt, über den der Witz gemacht wird und der den Witz hört. Und genau diese Dreierkonstruktion können wir dann auch auf die Kunstwerke anwenden. Und ich finde, das zeigt sich immer wieder sehr schön in dieser Ausstellung. Bitte. Ja, ich kann, also mein Kommentar ist natürlich nicht aus der Perspektive der Psychoanalyse, sondern der zeitgenössischen Kunst oder eben aus der Position der Kuratorin. Und die Relevanz von Freud zeigt sich, glaube ich, ganz gut in dieser Ausstellung. Ist das? Ah, okay. Wobei natürlich die Bezugnahme auf Freud sehr unterschiedlich sein kann, sehr intensiv sein kann, sehr direkt in Form zum Beispiel bei Joseph Kosuth mit direkten Textzitaten. Monika Pessler hat es ja schon erwähnt. Freud war für viele Konzeptkünstler oder insbesondere eigentlich auch für Joseph Kosuth ein wichtiger Ausgangspunkt, auch dahingehend, dass ja die Psychoanalyse selbst eine sprachbasierte sozusagen Methode ist, die Sprache sozusagen ins Zentrum rückt und eigentlich sozusagen vom Objekt weg zur Sprache hin bewegt. Und so hat sich auch eigentlich die Kunst, die Konzeptkunst, sehr stark vom Objekt oder vom Abbild, von der Repräsentation hin zu einer linguistischen Auseinandersetzung eigentlich bewegt und auch da so eine Komplexitätsverdichtung eigentlich vorgenommen, im Hinblick auch darauf, was die Produktion von Bedeutung anbelangt, aber auch deren Verständnis beim Betrachter, auch Wahrnehmung von dieser Bedeutung, die produziert wird im Kunstwerk selbst. Also bei Joseph Kosuth ist diese Bezugnahme sehr, sehr direkt und im Sinne auch sozusagen seiner grundsätzlichen künstlerischen Herangehensweise der Aneignung, auch sehr typisch für eine bestimmte Zeit oder Phase in der Kunst des 20. und dann auch 21. Jahrhunderts. Und bei anderen Künstlerinnen in der Ausstellung ist es vielleicht auch eher sozusagen ein Dunstkreis, in dem es sich bewegt. Und das deutet eben darauf hin, dass viele Künstlerinnen und Künstler auch inspiriert wurden von Ansätzen, von Theorien zum Psychischen von Freud. Also wenn wir denken an Mike Kelly und seine Ausstellung
zum Unheimlichen, ist das ein sehr, sehr gutes Beispiel eigentlich dafür, was die Auseinandersetzung mit Theorien von Freud auslösen kann bei Künstlerinnen und Künstlern. Das vielleicht nur so als Spannungsfeld, zwischen dem sich das bewegen kann. Ja, dann fragen wir doch den Künstler. I think the I should focus with my answer on artists that I know personally, so I can kind of talk about it specifically, because of course from the very beginning of the century when psychoanalysis started, there were really a lot of artists who responded to it, so it's really a very, very wide topic. And generalization here can be quite destructive, because I really have a feeling that there were very, very different ways to be for an artist to be influenced by psychoanalysis. Maybe I'll have a chance to talk about the history a little bit later. I'm sure that you all know more about it than me. But let me talk specifically about artists that I knew personally who started working in the 80s, including myself as working with Clegg, as Clegg and Gutmann, to explain how in the 80s psychoanalysis began to be to kind of come back and to really become an important topic. And by the way, I would make a distinction between the late 70s phase that Joseph Kossuth is, that you were talking about, and people in the 80s. Even there was a little bit of a distinction, and maybe I'll talk about it later. Let me just say, let me take as an example a piece of Sherry Levine that's actually part of the collection. Those tiny shoes, tiny men's shoes, but in a very in a toddler size. When you look at these tiny little shoes, you really have a feeling that they are so charged, so impregnated. And you can talk about them being charged with ideas, but we don't even have to be as specific as with what they are charged with. It's just that they are very strong object with incredible object charisma. And I think that for people who started making art when I did, that was the question. What is it that makes certain objects, art objects like that, gain such a charisma? So on the one hand, the assumption is that artists can charge the object, and on the other hand, that something about this charging thing will be available for the viewer. That was the point. And the question was, how is it possible for the artist to charge the object, and then for the viewer to understand the charge and kind of get some feeling of it themselves. So I'll bring a few other examples of people from that period. For example, those who know Robert Gober, some of his pieces are kind of, it's a riff on the ready-made. Some of them are, for example, pissoirs made of papier-mâché. Others are sinkholes that are fixed to the floor in the gallery, and underneath there's like some sort of water that he puts there. Again, incredibly powerful object, such object charisma. It's very difficult to find. And again, the question is, what is the mechanism that makes the object so charismatic in a particular direction? I would also definitely put Mike Kelly in this group of people. Let's say, before I put Mike Kelly, let's just say that perhaps even someone like Jeff Koons, when he was making those sculpture of
Michael Jackson and Bubbles, his chimpanzee. I mean, some of them also have had this kind of incredibly interesting object quality. And then came Mike Kelly, who didn't change the objects that much. You couldn't take production values into the equation, because what he did is really to take those dirty teddy bears directly from secondhand store and just creating some configuration with these things. But again, when he first did that, I think it was 89 in New York, and you could really see those configuration of dirty, ugly teddy bears in all sorts of sexual, social gathering. Again, for somebody who's in the, for an artist or somebody who's in the art field, there was just no doubt that these objects were loaded with something extra natural. I say extra natural, that there were some properties to these objects above and beyond their color, their weight, their volume, their shape. There was something there that was, and that thing was introduced by the artist in some fashion or another, and somehow the viewer had access to this energy, to this affect, to whatever the artist put in. To make a long story short, I think that some artists started reading Freud and started reading about especially dream interpretation and dream construction, and about those two mechanisms of condensation and displacement, the two types of processes that we use when we construct a dream out of the everyday material. And people started thinking that maybe something like condensation and displacement can somehow explain also the, let's call it the symbolic values of art objects, along the same line that we talk about the dream being constructed out of these processes. It was a certain program which I think kind of justified itself. I mean, you can talk generally not just about condensation and displacement, you could talk about cathexis more generally, about the idea of how the object is being taken in psychoanalysis. And if you think that the dream is just, the issues about the dream are just pertain to mental constructs, and then if you ask, well, so how can you take something from that field and transpose it to a field that you talk about real objects, then the answer perhaps, I'm not sure all these people really had the same thoughts as I did, but I actually asked myself this question, and one of the things that impressed me, actually it wasn't like I discovered, it was like lectures of Wolheim that I was taking, and he was talking about these matters. Wolheim, in the first lecture about Freud, was talking about hysteria, and he was talking about the fact that when Freud discovered that hysterical paralysis is an ideational process, the way he proved it is by saying that when the arm is paralyzed, what you have is what is common to all the different parts of the arm is that they all fall under the concept arm. The arm does not have any physiological unity that can explain how just that part is paralyzed and not a little bit more, not a little bit less. So that if you think about the kind of ideational processes that are behind this example, you understand that Freud stipulates a situation where the linguistic and the cognitive go hand in hand in a very particular way. And that pertains actually to the body and therefore to objects in the real world and not just to ideational processes. Thank you. Wollen Sie, dass ich das kurz übersetze, oder war das
ich kann es kurz zusammenfassen, wenn Sie wollen. Ich mag das. Ja oder nein? Nein. Ja? No, I don't think so. I think that people understand. Also, ich nehme ein Beispiel heraus von den mehreren, die Martin Goodman gebracht hat. Die kleinen Schuhe, die oben in der Ausstellung sind, von Sherry Levine. Also sozusagen ganz mit allen Attributen eines Männerschuhs ausgestattet, aber Babyschuhe. Und die Frage ist, die er daran geknüpft hat, was ist es, was einem Kunstwerk Charisma gibt, was ist, was ein Kunstwerk zur Kunst macht, was ist, was überhaupt ein Objekt, ein Alltagsobjekt in einen Kunstgegenstand verwandelt. Der hat dann auch noch, ich meine, es ist jetzt in der Kürze ein bisschen schwierig, aber er hat dann, ja, es war, glaube ich, im Großen und Ganzen der Punkt, oder? Nämlich, sonst übersetze ich Ihnen alles, ich habe alles mitgeschrieben, dauert jetzt dann ungefähr 10 Minuten. Weil er sich mit den Künstlern beschäftigt hat, die er persönlich kennt, viele davon die Möglichkeit oder sich überlegt haben, wie die Psyche oder wo er sich überlegt hat, wie sehr hat sie die Psychoanalyse beeinflusst. Vor allem in den 80er Jahren war das ein wichtiges Topic. Sherry Levine habe ich schon erwähnt, einige andere, die Ready-Made Pissoirs aus Papiermaché, etwa von Robert Gauber, wo er sich eben auch überlegt hat, was macht diese aus eigentlich billigem Material gefertigten Kunstgegenstände zu, was wertet sie auf, was macht sie so wichtig. Jeff Koons hat er auch genannt, seine Michael Jackson-Figur. Und dann natürlich vor allem Mike Kelly, der mit den dreckigen, aus dem Secondhand-Laden herausgeholten Teddybären seine Installationen gemacht hat und installiert hat und wo definitiv keine Zweifel darüber besteht, dass es Kunst ist. Und die Frage dann auch aufgetaucht ist, die Sie auch angesprochen haben, wie sehr ist davon auch der Betrachter beeinflusst, wie sehr kann der Betrachter das Aufnehmen verstehen und sich auf diese Ebene einlassen? Also wie findet hier eine Transformation oder eine Transkonstruktion statt, würde ich jetzt sagen. Dazu auch die auch erwähnt von Martin Goodman, die Traumkonstruktion, die er dann schon auch sehr eng mit dem Kunstschaffen zusammenführt. Er hat auch über den symbolischen Wert von Kunstwerken gesprochen und eben immer wieder, warum die Idee eines Objekts mit Alltagsgegenständen und einfachen Materialien schließlich zum Kunstwerk wird. Und da sind jetzt zweimal aus so unterschiedlichen Aspekten angesprochen, was Sie ja früher gesagt haben, was ja ganz wichtig ist, nicht nur der Kunstschaffende und die Psychoanalyse, sondern eben auch der Betrachter. Da habe ich mir jetzt herausgesucht, und finde ich jetzt wahrscheinlich in der Geschwindigkeit doch wieder nicht, doch, der Abi Warburg spricht da von der dynamischen Belebung bei der Betrachtung von Kunst, vom Ergriffensein und in Bewegung sein, also dass das Kunstwerk auch den Betrachter und dessen seelische Vorgänge in Bewegung setzt. Kann man das jetzt für uns Laien sagen, da findet eine Übertragung statt? Das würde ich mich schon trauen zu sagen, dass da eine Übertragung stattfindet, weil für mich ist immer eine Frage, wo will der Künstler eigentlich mich haben als Betrachterin? In welchen Spielraum verführt er mich oder weist er mich auch ab? Oder ich würde auch sagen, also wenn ich einen Jeff Koons sehe, würde ich auch sagen, macht er sich auch etwas lustig über mich. Ja? Also du hast da diesen großen Hasen mit sehr viel Gold und Wert hineingesteckt und für diese Dinge, diesen, ich würde sagen, eher fetischistischen Objekten, die wir nachjagen, zahlst du also so viel Geld und schau mal diesen Antlitz des fetischistischen Objekts, was der mit dir macht. Also es ist auch für mich immer eine Frage des, welche Spiele werden da mit mir gespielt? Es ist nicht mehr so, ich würde sagen,
zeitgenössischen Kunst, dass ich mich als Betrachterin oder Betrachter, bin ich nicht mehr Herr im Haus, wie ich das vielleicht in der Renaissance-Kunst war, wo mir etwas sehr Schönes vorgetragen wurde, sondern meine ganze Subjektivität kann sich auch in gewisser Weise, wird in Frage gestellt, wird mit einbezogen. Und wo bin ich da? Und Sie haben auch ein schönes Exemplar davon, finde ich, oben mit dem Mann, der in das Bild hineingeflogen ist. Ja? Wo ist meine Subjektivität? Wem bin ich da? Bin ich, wo stellt sich der Künstler vor oder möchte mich haben? Kann ich da weiter anschließen? Gerne. Oder haben Sie gerne? Wir sind natürlich jetzt auf die bildende Kunst in erster Linie bezogen. Und wir müssen uns fragen, ist das, was wir über Kunst sagen, für alles, wie weit ist das für alle Kunstsparten gültig und wie weit müssen wir differenzieren? Freud selbst war mit der Kunst auf drei Ebenen innig verbunden. Erstens als Kunstsammler, seine alten und dreckigen Götter, die allerdings nur bis zur Renaissance gegangen sind. Kunstwerke, aber was später gekommen ist, hat ihn nicht eigentlich wirklich interessiert. Und schon gar nicht die Kunst seiner Zeitgenossen. Das hat auch damit zu tun gehabt, dass er als Lonesome Hero dastehen wollte und nicht unbedingt jetzt seine Kollegen als kongenial betrachten wollte. Das hat er immer wieder selbst auch betont, als er Schnitzler traf und so weiter. Das zweite war die Freud als Kunsttheoretiker. Und da hat er auf drei Ebenen die Kunst betrachtet. Als Kunst, als die Psychoanalyse des Künstlers. Frau Wolf-Bernstein hat schon darauf hingewiesen, das ist eine etwas obsolet gewordene Art von Psychoanalyse und Kunstverbindung, weil es darauf hinausläuft, anhand der Leonardo da Vinci Studie, was von einer Lebensgeschichte eines Menschen und insbesondere seiner unbewussten Regungen später in sein künstlerisches Schaffen Eingang findet. Das ist von vielen als wilde Analyse betrachtet worden, weil man ja hier Analyse betreibt an einem Subjekt und nicht an einem Objekt. Und man kann diese Subjekte aber auch nicht fragen, ob das gewissermaßen, man hat also, man bewegt sich da auf einem sehr gefährlichen Gebiet. Darf ich da kurz dazwischen fragen? Ganz kurz dazwischen fragen, genau zu dem. Das hat sich aber sehr lange erhalten und gehalten. Genau diese Form der, also was weiß ich, er unterstellt ja oder sagt oder analysiert oder attestiert der Vinci Infantilität beibehalten zu haben und das auch als sozusagen das Typische des Künstlers, dass das wichtig sei, dieses Infantile. Also er hat sehr viele Stereotypen geschaffen, die sehr lange gültig waren. Wann war der Bruch, dass man dann irgendwann mal gesagt hat, na, ganz so ist es jetzt auch nicht? Na, es war nicht unbedingt jetzt bei ihm selbst, das haben die anderen gern fortgetragen, weil das war ihnen vertrauter, Analytiker Subjekte zu analysieren als Objekte. Ne? Denn wir müssen ja bei der Frage von Psychoanalyse und Kunst, müssen wir uns ja fragen, die Frage, die Jean-Paul Sartre gestellt hat, kann es eine Psychoanalyse von Sachen geben? Denn im Grunde genommen wird man ja sagen, ja, es ist sowas Ähnliches, aber wie kann man jetzt eine Flasche Mineralwasser analysieren? Und trotzdem ist es möglich, weil es aufgrund der Herkunft unserer Welt, wie wir unsere Welt aufbauen, einen direkten Übergang gibt von einer Körperlichkeit zu einer Objektwelt und die Objekte der Welt, mit denen wir umgeben sind, immer noch in sich tragen einen Rest von ursprünglicher Körperzugehörigkeit. Also die Welt, sagt ein Analytiker, ist anthropomorph. Wir bauen die Welt eigentlich auch auf nach unserem eigenen unsere eigene Befindlichkeit und unsere eigene Existenz. Wir bauen ja auch Computer auf, weil wir Maschinen haben wollen, die so sind wie wir.
wir wollen uns verlängern gewissermaßen und nicht umgekehrt, dass wir über die Computer erfahren, wie wir funktionieren. Das ist eine Mystifizierung und Verdrehung der Tatsachen. Aber diese ursprüngliche Verbindung von Objekten, von Objekt und Subjekt, die bleibt in der, im Leben erhalten als Spuren an den Objekten. So tragen alle Objekte Spuren einer ursprünglichen frühkindlichen Erfahrung und daher auch psychoanalytisch relevant. Wir im Laufe des Lebens werden nur diese ursprünglich sehr stark psychisch geladenen und auch sexuell geladenen Gegenstände entsexualisiert. Sie werden gewissermaßen neutralisiert. Und Martin Goodman hat sehr schön erklärt, auf welche Art und Weise sich Freud auch das gedacht hat, nämlich über die Begriffe Sublimierung und Idealisierung. Also die Objekte und die, das, was wir tun, wird im Laufe des Lebens in eine Richtung gebracht, die am Gipfel in eine Erhabenheit endet. Einer endet, so im Sinn von das Auratische eines Objekts. Und Freud hat immer die Arbeit, die am Objekt vollzogen wird, als Idealisierung des Objekts betrachtet und die Arbeit, die am Triebgeschehen gemacht wird, als Sublimierung. Also wenn ein Voyeur zum Fotografen wird, dann hat er einen Sublimierungsakt vollzogen im Sinne von Freud. Wenn ein Paar Schuhe, das ja einen starken Fetischcharakter trägt und in die Perversion hinüberreicht, jetzt ausgestellt wird als ein niedliches Paar Schülein, dann ist das eine Art Idealisierung des Objekts. Und beides muss in irgendeiner Weise wahrscheinlich in einem gelungenen Kunstwerk zusammenwirken. Und es war nicht Freud selber, sondern ein großer anderer Freudianer, nämlich Jacques Lacan, der eine neue Definition von Sublimierung geschaffen hat, wo das Triebhafte und das Objekthafte in Bezug auf eine Veredelung zusammentreffen. Er hat es genannt als die Sublimierung als eine Hinaufsetzung des Objekts zur Würde des Dings. Das heißt, das Höchste und das Niedrigste kommen im Kunstwerk zusammen. Und das ist hier an sehr vielen ausgewählten Beispielen, die Ausstellung ist ausgezeichnet kuratiert, wirklich gut sichtbar. Nur müssen wir immer unterscheiden ein bisschen bei den ausgestellten Objekten, die Unterscheidung zwischen Unbewusstes und Es, wenn es um die Repräsentation dieser beiden Kategorien geht. Das ist nicht das Gleiche. Freud hat zuerst eine Theorie, also den psychischen Apparat als topologischen Apparat gesehen, also eine Struktur, ein Modell, wo es drei gewissermaßen topische Orte gibt, unbewusst, vorbewusst, Wahrnehmung, Bewusstsein. Und nach den 20er Jahren hat er dann forciert an einem anderen Modell des psychischen Apparates gearbeitet. Das ist das Instanzenmodell mit Es, Ich und Über-Ich. Und die beiden sind getrennt voneinander zu betrachten. Sie sind nicht deckungsgleich. Es gibt Überschneidungen, aber wir müssen immer unterscheiden. Das Es ist bei Freud der Kessel voll brodelnder Leidenschaften. Also das, was dem Trieb sehr nahe ist. Das Unbewusste hingegen ist ein Unbewusstes, das hat Methode, das hat Sinn, das ist aus Sprache gebaut. Und auch hier in der Ausstellung sehen wir entsprechend diesen beiden Kategorien Objekte, die jeweils in die eine oder andere Weise besser hineinpassen in Bezug auf die Frage der Ausbeutung gewissermaßen des Es oder des Unbewussten. Paul McCarthy geht eher in Richtung Es. Kurt Schutt und Clegg und Goodman und andere, das ist eher auf der Ebene einer Darstellung und Vorstellung und Arbeiten auf einer Ebene des Freudschen Unbewussten. Das ist des Freudschen Unbewussten, muss man sagen, weil es ja mehrere Unbewusste gibt. Und was ist der Unterschied zwischen Freudschem Unbewussten und sozusagen den anderen Unbewussten? Ja, das Freudsche Unbewusste ist eben das Unbewusste, das gewissermaßen ein anderer in mir ist, der spricht. Ja, ein sprechendes Unbewusste. Dans l'inconscient, ça parle, sagt man. Im Unbewussten, da spricht es.
das andere Unbewusste. Aber das entspricht unbewusste schon ein bisschen diesem Klischee, der Künstler ausgeliefert seinen unbewussten Hervordrängungen. Sie haben doch vorhin gefragt, wann hat sich's geändert? Mhm. Sie haben gesagt, in den 70er Jahren. Ja? Ich würde eher sagen, ich würde es ein bisschen später noch machen, in den 80er Jahren. Es kommt natürlich darauf an, auf wo. Also in Amerika hat noch sehr lange diese psychobiografische Tradition gedauert. Aber ich würde sagen, sehr viel eben mit Jacques Lacan hat sich das sehr gewendet. Und interessanterweise könnte man sagen, gab es eine Regression, gab es eine Rückkehr zu den frühen Modellen von Freud, also der Traumdeutung, der Arbeit, der Fehlleistungen, der Traumarbeit, also Traumarbeit, Witzarbeit, sind genau diese Theorien, die heute sich ungemein gehalten haben für die moderne Kunst. Ich sehe nicht so ich es über ich in diesen Arbeiten, sondern die Arbeiten, die wirklich auch in der Freud-Sammlung sind die, wo August Rust eben auch gesagt hat, die zu einem sprechen, also die eben auch mit diesen zwei Mechanismen der Kondensation und der Verschiebung, also der Verdichtung und der Verschiebung, mit den Kunstwerken auch spielen. Also gewisse unbewusste Lüste, ja, werden in verborgener Weise hier dargestellt. Wie hat zum das Beispiel damit zu tun, dass man auch von der unbewussten Bedeutung von Kunstwerken spricht in der Kunstpsychologie? Naja, du sagtest eben über dieses kleine Schuhwerk, ja. Ein mächtiges Schuhwerk, ja, das sehr schön glänzt und klein ist, aber es ist auch eine gewisse Art der Perversion. Ja. Und über das können wir schmunzeln. Das wird ja ohne Worte uns kommuniziert. Und das ist genau, wenn Sie Freud lesen, Traumdeutung oder Witz, genau, es spricht. Es spricht in einer sehr, sagen wir mal, ökonomischen Art und Weise. Was der Witz, der Traum und das, ich würde sagen, das Kunstobjekt gemeinsam haben, sie müssen sehr, wie soll man sagen, im efficient sein. Sie müssen vieles auf einmal in einem Objekt sagen können. Und es spricht aber Bände. Also so würde ich... Ja. Ich widerspreche dem nicht, ich habe nur vergessen, die Hauptstraße habe ich verlassen, auf der ich hier jetzt gefahren bin am Anfang. Ich wollte nämlich sagen, es hängt davon ab, um welches Kunstwerk es auch geht. In jedem Kunstwerk oder jede Kunst betrifft ja auch eine ganz bestimmte Form von Objekten und Triebhaftigkeit. Die Musik ist ja eine Kunst, die mit dem Urobjekt der Stimme arbeitet. Und die bildende Kunst ist eine Kunst, die hauptsächlich mit dem Urobjekt des Blicks arbeitet. Und andere, die Literatur, ist eher etwas, das mit unbewussten Gedanken arbeitet. Und so finden wir in jedem Kunstwerk die Schichten des Bewussten und des Unbewussten aus verschiedenen Kategorien. Was wir in der bildenden Kunst zum Teil sehen, in der Malerei, im Tableau, zumindest nach Lacan, ist die Niederlegung des Blicks. Das heißt, wir suchen in einem Bild, in einem Gegenstand, einem Ausstellungsgegenstand, etwas, von wo wir angeblickt werden, unbewusst. Weil das erste Objekt, das uns im Leben wirklich als Blickobjekt in Erscheinung tritt, ist nicht ein Gegenstand wie die Brust oder sonst etwas, sondern der Blick des anderen, der Blick der Mutter, der das Füttern begleitet. Das heißt, das erste Objekt des Schautriebs ist der Blick des anderen. Und diesen Blick, so wie alles immer, suchen wir immer Ursprünglichkeiten. Und die Kunst ist ja auch hauptsächlich damit beschäftigt, Ursprüngliches zu finden. Und diesen Blick, den suchen wir im Bild. Und diesen Blick, also vom Bild werden wir auch immer angeblickt und das macht die Faszination des Museums aus. Und Paul Klee hat einmal in einem fortgeschrittenen Stadium seines Werdegangs gesagt, jetzt nehmen mich die Gegenstände wahr. Das heißt, jetzt habe ich von den Gegenständen ein Sujet. Die Franzosen nennen das Objekt gleichzeitig Sujet,
weil eben hier beides drinnen ist. Und das ist, glaube ich, was die Faszination eines Kunstwerks ausmacht. Nicht, dass ich etwas Schönes sehe, sondern dass ich mich auch angeblickt fühle. Und dieser Vorgang ist größtenteils unbewusst. Und so wie in der Musik auch viele unbewusste Dinge gibt, die aber auf einer ganz anderen Ebene liegen. Nicht auf der Ebene des Blicks, sondern auf einer Ebene anderer Sinneswahrnehmung und Triebhaftigkeiten. Da würde ich jetzt gerne die Kuratorin und Kunsthistorikerin dazu fragen. Es gibt einige Punkte, die man jetzt hier aufnehmen könnte. Ich würde eigentlich widersprechen wollen, was sozusagen den Antrieb des Kunstwerks anbelangt. Sie haben das Eigentümliche, glaube ich, genannt. War das der Begriff? Dass die Kunst sozusagen bestrebt, das Eigentümliche zu finden. Das Ursprüngliche. Dem würde ich, glaube ich, widersprechen wollen. Für viele Spielarten sozusagen der zeitgenössischen Kunst, dass es weniger um etwas Essentielles geht, als auch um Fragen der Konstruktion konkret und auch um Relation. Und ein anderer Punkt, den ich interessant finde, gerade im Hinblick auch auf Blick und Blickregime, natürlich das Museum als Ort, par excellence sozusagen, wo wir selber sehen, aber auch gesehen werden. Und Tony Bennett hat das ja mit dem Exhibitionary Complex, ich weiß nicht, ob Ihnen das geläufig ist, sozusagen auch in einer museologische Theorie gefasst, die sich eigentlich ganz stark auf Foucault bezieht und das Panoptikum und eben genau diese auch Subjektsituation, in der wir uns befinden, wo wir gleichzeitig Subjekt des Blicks sind, aber auch Objekt der Anschauung der anderen in der Kunstrezeption. Jetzt weiß ich nicht genau, in welche Richtung wir weiterschreiten, ob wir über den Kunstbegriff noch einmal sprechen, weil ich glaube, das auch ganz interessant ist, sozusagen das auch aus der zeitgenössischen Kunstperspektive noch einmal anzuschauen, dass es eben weniger um etwas Essentielles gehen kann, aber vielleicht hatte auch Martin was dazu zu sagen. Darf ich nur noch kurz, ja. weil eine kleine Korrektur vielleicht nötig ist, dass Freud zu sehr an der Leonardo da Vinci-Studie hängen geblieben ist. Ich glaube, eher die Nachfolger sind zu sehr an der Studie hängen geblieben. Das habe ich ja früher gesagt. Ja, also es ist er selbst hat sich auch mit der Frage des Rezipienten beschäftigt. Und zwar in der Schrift Der Wahn und die Träume in Jensens Gradiva. Da geht es ja um das Schicksal eines jungen Mannes, der sich in ein Kunstwerk verliebt, unsterblich, und daran fast scheitert, weil das halluzinatorische Züge annimmt. Das Kunstwerk wird so lebendig, dass er schließlich sich verfolgt fühlt und halluziniert. Das ist der Teil, der sich mit der Rezeption eines Kunstwerks beschäftigt. Und dann hat er noch einen dritten Teil, den du genannt hast, Jean, wo das Kunstwerk unabhängig vom Schöpfer Gegenstand der Analyse ist, und das ist die Moses-Statue. Das Wort Michelangelo ist völlig unwichtig in dieser Studie. Es geht nur darum, was sagt uns ein Kunstwerk unabhängig von seinen Entstehungsbedingungen, was ist seine Façon de parler. Aber das sage ich jetzt als Nicht-Freudianer, das habe ich vorher auch schon gesagt, sind ja manche dieser Beschreibungen auch, also mir fällt da ein, der Joseph Cousteau, der gesagt hat, auch kluge Menschen wie Freud sagen Unsinn zur Kunst. Also manches ist auch sehr eigentümlich, fast naiv oder rührend oder ja, auch von einem fast einer Kunstahnungslosigkeit, wenn man es aus der heutigen Sicht sieht. Man muss das allerdings natürlich auch sagen, das war vor 100 Jahren und hat eine andere Zeit wiedergespiegelt. Aber aus heutiger Sicht hat es manchmal eine geradezu rührende Naivität in der Beschreibung. Aber es ist in einer gewissen Zeit auch rührend, wie sehr er, das hast du eben auch angespielt, wie sehr er nicht seine eigene Kunst gesehen hat. Also ich habe vor ein paar Jahren mitkuriert diese Ausstellung im Freud-Museum Eros und Thanatos. Und da haben wir zum ersten Mal die Kunstwerke in das Freud-Museum gehängt, über die eigentlich Freud hätte Bescheid wissen sollen, ja? Die das gemalt haben, über was er gesprochen hat. Er war ungemein traditionell und blind, Scheuklappen. Also ein Schiele hat er nie gesehen. Was aber erstaunlich ist, weil sich ja diese moderne und wahnsinnig, ich war, also sie haben sich, sie haben auch manchmal sehr nah aneinander gewohnt, absolute Scheuklappen. Er war, wie du sagtest, seine dreckigen Götter. Er war, wenn man sich ansieht, wie er gelebt hat, sehr traditionell. Also das wollte ich auch nochmal sagen, dass ihr habt beide geredet über
wir suchen uns im Blick des anderen. Aber was zum Beispiel, wenn wir vom Kunstwerk nicht gesehen werden? Was denn, wenn wir nicht gesehen werden? Ja? Ihr habt geredet über, wir suchen den Blick, wir werden gesehen. Aber es gibt ja auch Kunstwerke, wo ich sage, wir werden ignoriert. Oder wir werden verabscheut oder verachtet. Ja, was mit auch Ihnen? Wir werden berührt, zum Beispiel ja, die Skulptur, die plastische Kunst. Das hat mit Sehen wenig zu tun. Und die Plastiker selber, das ist aber sehr, sehr haptisches. Da wird man eher dann berührt von der Kunst als gesehen. Aber, Frau Pessler, ja. Aber ja, da kann ich, das ist schön anzuknüpfen, weil gerade bei Moses von Michelangelo und Freuds Beschreibung geht es ja darum, dass er versucht herauszufinden als Rezipient und Betrachter diesen Moment des Zorns und der Bewegung. Und er beschreibt genau, dass es einen Sinn macht, wenn Michelangelo den Kopf und die Tafel, die im Begriff ist, herunterzurutschen, wie sozusagen, welche Darstellungsmomente der Künstler nimmt, um das Kunstwerk sprechen zu lassen und auch den Rezipienten zu vereinnahmen. Und interessant ist, dass Freud gar nicht so bewusst ist, dass er genau das beschreibt, worum sich auch die zeitgenössische Kunst und die Konzeptkunst bemüht, indem sie eine Struktur schafft oder den Betrachter vereinnahmt. Es geht ja da nicht in der bildenden Kunst seit vielen Jahrzehnten nicht nur um das Tableau, nicht, von dem Sie gesprochen haben, sondern es geht, und das ist auch ganz wichtig, dass eine Räumlichkeit in Anspruch genommen wird. Das heißt, Denkraum sozusagen und Raum, in dem man sich befindet und bewegt und mit dem man kommuniziert, ist in einer zeitgenössischen Kunstinstallation, in so vielen Arbeiten, die wir da oben sehen, ganz evident. Und was mir noch eingefallen ist, ich glaube, es ist die 31. Vorlesung von Freud, wo er eben über seine zwei Modelle spricht und das zweite Modell beschreibt und auch diese Zeichnung hat, wo es, ich und über ich und das Vorbewusste und Unbewusste und Bewusste in einer Zeichnung dargestellt wird. Und er versucht zu erklären, dass es reicht in das Unbewusste hinein, es gibt keine scharfen Abgrenzungen und erwähnt in einem der vorletzten Sätze die moderne Kunst und meint damit die Malerei. Es ist so wie in der modernen Kunst, es gibt so ineinander verschwimmende farbliche Ebenen. Also es ist auch ganz interessant, weil wir darüber gesprochen haben, wie sehr, aber auch vor allem auch in der Nachfolge von Freud, die Psychoanalyse oder psychotherapeutische Maßnahmen sozusagen grundsätzlich, es geht über die Freudianer weit hinaus, auch hinaus, sich der Kunst oder der Schulung des kreativen Denkvermögens und Verständnisses auch bedienen. Ich würde jetzt gerne in diese Richtung eine Frage stellen, trotzdem drängt sich mir jetzt eine Frage geradezu auf. Freud wird in der Kunst offensichtlich intensiver und zustimmender und wohlwollender diskutiert als in der Psychoanalyse, oder? Er stellt auch keine Konkurrenz dar. Das weiß ich. Also wenn Sie den letzten Standard natürlich am Sonntag gelesen haben, würde ich sagen, ja. Also ich finde eben auch so spannend, dass in der Kunst wir zurückgegangen sind zu den Modellen von Freud, also den frühen Freud, den Lacan natürlich auch wieder belebt hat und sich dadurch sehr viel mehr an der modernen Kunst, sehr viel mehr, also der zeitgenössischen Kunst gleichkommt, als in der Analyse. Da müssen wir, glaube ich, reden alle davon, dass die Psychoanalyse vielleicht am Sterben ist und dass sich andere Therapiemodelle bewiesen haben. Da wird die Analyse sehr viel traditioneller eingestuft, dem ich nicht zustimme, aber das ist ein für mich interessanter Vergleich. Das war ja immer schon so. Ne? Denn wir müssen dran denken, die Psychoanalyse in einer kurzen Definition ist eine Methode, um die unbewussten Motive menschlichen Handelns bewusst zu machen. Das ist eine Form von Aufklärung auch, Emanzipation. Ich versuche mich mehr oder weniger zu, auch mein Innerstes mir bewusst zu machen. Das führt dazu, dass es gleichzeitig Widerstände gibt dagegen. Denn ich habe nicht umsonst etwas verdrängt. Und deshalb sagt man auch, das Unbewusste ist ein Wissen, von dem das Subjekt eigentlich nichts wissen möchte.
Man geht also mit einem Widerstand zum Psychoanalytiker von vornherein und sagt, ich möchte gerne eine Analyse machen, aber eigentlich möchte ich lieber keine machen. Und aus diesem Widerstandsphänomen heraus gibt es eine ambivalente Einstellung zur Psychoanalyse von Anfang an. Und Freud hat immer schon mehr oder weniger geklagt, bis er dann schließlich sich damit abgefunden hat, dass wir immer wieder Gegner haben werden, weil wir den Menschen eine unbequeme Wahrheit bringen. Die drei großen Kränkungen, hat er gesagt, der Menschheit wurden der Menschheit hinzugefügt durch Kopernikus, durch Darwin und durch mich selber quasi. Kopernikus hat uns gekränkt, weil er gezeigt hat, dass die Erde nicht der Mittelpunkt des Universums ist. Darwin hat uns gekränkt, weil er gesagt hat, wir stammen vom Affen ab. Und die Psychoanalyse kränkt uns, weil sie uns sagt, das Ich ist nicht Herr im eigenen Haus. Und das macht es aus, dass es nur ganz bestimmte Zeiten gibt, wo Menschen dazu bereit sind, sich selbst in ihrem eigenen Selbst zu stellen. In einer gewissen prosperierenden Aufklärungsmentalität. Die hat es gegeben in den 70er Jahren, in den 60er Jahren, nicht? Stärker. Heute ist das ganz verschwunden und die Aufklärung, der Aufklärungsbegriff ist von einem philosophischen Begriff in einen militärtechnischen Begriff übergegangen. Aufklärung heißt bei uns Aufklärungsflugzeug und lückenlose Kontrolle und Überwachung. Das ist der neue Überwachungsbegriff, beziehungsweise der neue Aufklärungsbegriff. Denen sind wir verbunden und das andere interessiert uns nicht mehr und die Krankenkasse schon gar nicht. Herr Gutmann, können Sie mit dieser, würde ich jetzt mal sagen, relativ deutlichen Erklärung der Kunst unter dem Blickwinkel der Psychotherapie, also die Kunst als angewandte Psychotherapie, jetzt ganz provokant formuliert, etwas anfangen? Well, let's talk for a second about the Da Vinci article. If I remember correctly, it's about Madonna on the rocks, and if you take the negative space between the two women, it looks like this bird, right? And vulture, yeah. Vulture, exactly. Now, think not for exactly. It was in Milan. Right, he made that famous mistake. Das wird dem Freud immer wieder vorgeworfen. Er hat nicht einmal gewusst, dass das kein Geier ist, sondern ein Milan. Okay. Think about what kind of a person looks at a painting like that. And you have to see it in the background of like 19th century German speaking aesthetics, right? Even 18th century German speaking aesthetic, one of the things that an aesthetic agent was supposed to follow is the idea of trying not to look at the concepts in an art, visual artwork. Why? Because if you look too much at the concepts, you weaken your formal apparatus, and therefore you cannot talk about concepts like perfection and that everything like these kinds of like usefulness without use that Kant is talking about. All these aesthetic concepts presuppose that the viewer tries to the extent possible not to talk about concepts. This is one of the presuppositions of an aesthetic judgment, that you don't talk about your own taste, you're not talking about your own interest, and you try to limit the influence of linguistic concept on your judgment. So in other words, when somebody starts looking at the concept corresponding to a negative shape in a painting, you know that this is already a revolutionary step from the point of view of the definition of aesthetics. In other words, whatever the judgment,
statement was supposed to be. It was not in the surface of saying at the end, this is beautiful, which is what aesthetic was supposed to be. Now, I think that from my point of view, this is really the point where a certain type of art looked up to psychoanalysis, to put away certain type of purely aesthetic judgment, bring in the language to a place where it was not supposed to be, and create, and maybe the idea is to look at efficiency of construction, as you put it in jokes, dreams, and artwork, as a new foundation of aesthetic judgment, which is more about conceptual construction than about form in the usual sense of the term. So I think that maybe there we can find some clue to the fascination that artists have of psychoanalysis. Artists who just don't like it so much to be so engaged in aesthetic in the Kantian sense of the term. And this idea of efficiency of construction as perhaps being the foundation of a new kind of aesthetic attitude, this could be very attractive to them. And I would put Kossuth in this category. I think that if you're asking for his fascination with Freud, this could be a first clue. And you yourself? Yeah, me too. Yeah, me too. I think that maybe now I'm not as anti-form as I used to be, but I started in the 80s as an anti-form kind of a person who just did not want to look at artworks and say this is beautiful as the apotheosis of my attitude. I thought that's not interesting enough. You have to say something else. So for the longest time, I really was anti-form in that sense. In the sense that I was anti-Kantian. Now it's not true anymore. I tried to do some sort of a synthesis in my own mind between these two things. But when you read Freud as the person who really started something like semiotics, you know, it's about you know, how to take different ideas and to make construction out of them. But together with affect, it's not just construction for its own sake. The affect comes into it too, and then there's all the economy of the construction itself, and perhaps that's where the work derives its aesthetic value. I think that many people were following this train of thought. Hard to not go on in English. Was mich an Ihrem Kunstwerk so fasziniert, ist, dass nicht nur die Efficiency in the construction, aber es scheint mir bei Ihnen, also bei diesen Themen, auch so etwas präsent zu machen, was nicht da ist. Also mm-hmm. Putting the present into the, you know, the present absent. Something that's absent. Mm-hmm. Mm-hmm. Und ich glaube, etwas anderes, was auch in diesen Kunstwerken ist, etwas auszudrücken, was nie ausdrückbar war. Also mm-hmm. to say the unsayable, to mm-hmm. say the inexpressible. Mm-hmm. And to do it in a way that has never been done before. Mm-hmm. Das würde ich sagen, mm-hmm. war auch so diese, dieser mm-hmm. Zeitpunkt. Und es ist genau das, was Freud ja sagt mit Lacan dann, dass der Traum eben etwas in, zur Schau stellt, auf die Bühne, auf die andere Szene tut, das noch nie so in symbolisierbar war. Also ich würde sagen, wir haben hier eine Bühne, wo viele Dinge, die noch nie so waren, zum ersten Mal in Erscheinung kommen. But I want to ask you a question. Do yeah. you share my feeling that it's a little bit demeaning for Leonardo da Vinci to start looking at the shape of the negative space and calling it a bird? I mean, isn't there something about it that it's not just non-Kantian, but it's actually against a lot of other things. It's actually, you have to undermine art in order to take it to a different level? Don't you think that there's something May, like that? I didn't see it as that demeaning. No, because, I mean, again, that paper, okay. he had was a different idea about it. That was for him his starting point to talk about narcissism, mm-hmm. homosexuality, mm-hmm. and, you know, so many of his paper were really a cover for another mm-hmm. subject matter. Mm-hmm. So I don't happen to read it, mm-hmm. you know. May I say something?
Aber kurz zusammengefasst wollte ich nur noch sagen für die Übersetzung. Genau. Nur Moment, eine Korrektur. Ja. It was also not Freud. Es wird schon korrigiert, bevor ich es übersetzt habe. Das ist nein, praktisch. Nein, von eine andere Korrektur. Von, okay. Du weißt ja gar nicht, was es war nicht Freud. Es war nicht Freud, der auf diese Vogelgestalt gekommen ist. Es war Oskar Pfister. Es war sein Schüler in der Schweiz. Und der hat ihn darauf aufmerksam gemacht, dass auch dieses Element eventuell dafür sprechen könnte, dass die Vogelfantasie, die er als kleines Kind gehabt hat, in allen seinen Bildern, dass das auch hier, dass es hier sichtbar wird, als Kryptogramm. Es war aber nicht Freud selber, der auf diese Idee gestoßen ist. Das darf man zu seiner Verteidigung sagen. Er hat es aber akzeptiert, er hat es nicht abgelehnt und gesagt, das ist Mumpitz. Aber seine Leonardo-Studie war darauf ausgerichtet zu sagen, erstens einmal die Homosexualität von Leonardo da Vinci zu erklären mit der Zuneigung zu zwei Müttern und der Identifizierung mit ihnen. Das war die, also es ist eigentlich ein Werk über Homosexualität mehr als über Malerei, glaube ich. Über Narzissmus, würde ich sagen. Ja, als Grundlage der Homosexualität. Puh, da, das ist dann, geht dann morgen weiter, glaube ich. Ich sag nur ganz kurz, was Herr Gutmann gesagt hat, war, was bei der Betrachtung von Freud über Leonardo da Vinci, was man immer wieder auch kritisiert, weil es eben zu einem Teil durchaus auch naiv war. Ich habe hier auch eine ganz schöne Seite dazu aufgeschlagen, werde ich aber jetzt nicht vorlesen. Aber es hat damit zu tun, warum Vögel so spannend sind und warum das Fliegen so spannend ist in einer Welt, wo der Mann, wo die Geschlechtsidentität des Mannes im Deutschen Vögeln lautet. Und was eben Herr Gutmann gesagt hat, war das erste Mal, oder was das Spannende ist, dass Kunst nicht nach persönlichem Geschmack beurteilt worden ist und nicht nach Kriterien wie gut und schön, sondern nach sozusagen objektivierbareren Kriterien. Eine Konstruktion von Bedeutung. In Wirklichkeit eigentlich Konstruktion von Bedeutung, wovon auch diese Ausstellung hier handelt. Ja. Ich wollte gerne noch anschließen an etwas, das gerade gefallen ist, nämlich auch sozusagen künstlerische Ansätze, denen es darum geht, vielleicht weniger um die eigene Subjektivität zu kreisen, als um Gesellschaft und auch sozusagen die Relation zum Kollektiven. Und da eben auch das, was Sie The Unsayable genannt haben, eben tabuisierte Themen zum Thema zu machen, sozusagen zum Subjekt, nicht zum Subjekt, zum Subjekt im englischen Sinne, der Arbeit und zum Gegenstand, danke, der künstlerischen Arbeit zu machen. Und da, in dem Sinne sehe ich schon auch die Arbeit von Clegg and Goodman beispielsweise, also auch auf historische Kontexte, auf den Kontext zu verweisen, dass beispielsweise Sigmund Freud von den Nazis aus Wien vertrieben wurde und dass die Bibliothek natürlich verbrannt und so weiter, verschoben und so weiter wurde. Das heißt, da gibt es eben auch noch eine andere Dimension, die das Gesellschaftliche hineinholt und eben nicht nur sozusagen um die eine Person kreist, wo ich denke, dass es auch Anschlussmöglichkeiten an die Psychoanalyse gibt. Vielleicht eher in der Folge von Freud, ich bin jetzt nicht die Expertin, aber sicher Ansätze, die sich stärker auch eben auf das Kollektive beziehen und in so Begriffen wie relationale Psychoanalyse zusammengefasst werden, den Helmut Draxler beispielsweise ins Spiel gebracht hat und eben gerade in dem Zusammenhang, wie man Psychoanalyse, die ja auch in so einer, sage ich mal, auch eher kritischeren Kunsttheorie mit Vorsicht sozusagen angefasst wurde in den letzten Jahrzehnten, weil ihr doch immer wieder auch vorgeworfen wurde, dass es um die Optimierung des Ichs geht, um die Effizienz in der Gesellschaft sozusagen, also da auch ganz in so einem doch sehr kritikwürdigen gesellschaftlichen System verhaftet zu sein und da eben auch neue Ansätze zu finden, die beispielsweise auch in Richtung Institutionskritik und so weiter gehen. Mhm. Institutionskritik, also ich nehme an, alle, die hier sind, wissen, was darunter zu verstehen ist. Ich sage es trotzdem für vielleicht einen oder eine, die es nicht weiß. Also künstlerische Verfahrensweisen, um gesellschaftliche und institutionelle Rahmenbedingungen
der Herstellung des Gebrauchs von Kunst analytisch zu untersuchen, jetzt mal so im Allgemeinen. Da gibt es aber dann natürlich den interessanten Satz von Daniel Buren, der auch in den 80er Jahren dazu gesagt hat, das Problem liegt nicht darin, dass die Institution Künstlerinnen oder Künstler bei der Verwirklichung ihrer Experimente behindert, sondern dass sie sie eigentlich dazu einlädt. Also in Wirklichkeit sozusagen die Kritik, dieses in das Haus holen, auch die Institutionskritik dann schon unmöglich macht, sobald sie im Museum gelandet ist. Soll ich dazu gleich was sagen? Ich meine, das ist irgendwie auch ein schon sehr, sage ich mal, eine übliche Sichtweise. Ich meine, Buren, ich weiß nicht, von wann das Zitat ist, aber wir kennen ja in 80er Jahre. 80er Jahre. Okay, relativ. Ich meine, hat sie zweite Welle der Institutionskritik sozusagen. Also während man, also nur um das kurz vielleicht zu vervollständigen, die erste Generation der Institutionskritik hat sich ganz stark sozusagen aus der Institution herausbewegt, eher gegen die Institution agiert, in alternativen Räumen sozusagen Kunst produziert und auch Ausstellungen gemacht. Das ist eine ganz wichtige, sage ich mal, Gründergeneration. Und in den 80er Jahren gibt es dann eigentlich schon die zweite Generation der Kunst, der Institutionskritik, die sich natürlich dessen bewusst ist, dass es kein Außerhalb gibt. Also selbst wenn etwas im alternativen Kunstraum stattfindet, ist es trotzdem Teil des Kunstsystems. Und einen Ort außerhalb zu imaginieren, hält da einfach nicht mehr stand. Aber gleichzeitig hat man natürlich auch da die Problematik, sich bewusst zu sein, was es bedeutet, in einer Institution Institutionskritik betreiben zu wollen. Und eben. Und dann hängt es ja auch noch davon ab, in welcher Institution. Natürlich. Ja. Also, aber grundsätzlich geht es da ganz klar darum, die Strukturen, die Mechanismen, die Machtstrukturen, die auch ökonomische Grundlagen beispielsweise herstellen, zu analysieren und sichtbar zu machen. Und wie sozusagen jetzt so eine Verbindung zur Psychoanalyse von Institutionskritik hergestellt werden kann, da gibt es, glaube ich, so in den letzten Jahren neuere Ansätze, die auch sehr stark aus der Kunstsoziologie kommen, eben auch versuchen, so eine Verbindung zwischen Bourdieu und nicht unbedingt Freud, aber psychoanalytisch, sage ich mal, geprägten Theorien zu finden. Und da eher so etwas, eben was ich mit relationaler Psychoanalyse gemeint habe, so etwas wie ein Austarieren oder das, auch das Handeln und das unbewusste Handeln der Akteurinnen, die in diesem System sozusagen agieren, sichtbar zu machen. Und auch sozusagen also Akteurinnen und Akteure jetzt nicht nur der Kunstschaffenden, sondern auch der Betrachter. Also absolut, eigentlich alle Teile sozusagen dieses Dreieck, Kunstwerk. Und nicht nur Dreieck, sondern wahrscheinlich ist es ein Vieleck, wenn wir die Institution dazu nehmen, die Kuratoren und Kuratorinnen, Vermittlerinnen etc. Da gibt es ja eine Vielzahl von Akteurinnen. Systemtheoretische Betrachtung, systemische. Es gibt noch die Frage der Wirkung von Kunst. Und da gibt es ja auch aus der Psychoanalyse Erklärungsmodelle. Es gibt sie auch in der Neurobiologie, wo es Untersuchungen gegeben hat, dass sich bestimmte Hirnareale aktiviert werden, je nachdem, welche Form von Gemälde oder Kunstkategorien man betrachtet. Und eigentlich ist das erstaunlich, es klingt dann wieder sehr nach Freud, was Emerzeki sagt zum Beispiel. Eine dauerhafte, also sozusagen das bestimmende Faktoren der Kreativität bestehen in dem Bestreben, das unbefriedigte Hirnkonzept zu befriedigen. Zitat, eine dauerhafte Unzufriedenheit ist eine der stärksten Triebkräfte der Kreativität. Und ja, sozusagen, er sagt dann auch, dass aus neurobiologischer Sicht Kreativität der einzige Weg darstelle, Leiden und Unzufriedenheit zu mildern. Das ist eigentlich ein ziemlich romantisches und geradezu freudianisches Bild, oder? Wir haben uns doch beide den Text vorher angeguckt, über Dichtern, wo er eben sagt, dass das Kunstwerk eben die Fantasien für uns darstellt, derer wir uns schämen, aber indem wir sie betrachten, eben dieser geheime Lust gewinnen. Also dabei Begehren gewinnen. Auch damit. Ja, also der Künstler tut im Grunde für uns etwas, was wir uns nicht trauen, aber er macht es für uns und wir als Betrachter haben diesen manchmal geheimen oder manchmal sehr offensichtlichen Gewinn. Also Gewinn ich weiß nicht, ob Sie darauf
raus wollen oder ob sie auch... Also es war mir wieder dieses... Und das ist im Grunde ein ganz früher, ein ganz früher. Ich wollte noch was, noch mir kam zu Ihrem Beitrag noch was hinzu, was vielleicht auch diese Wende mit einbrachte. Und zwar war das, was für Freud ja so wichtig durch sein ganzes Leben ist, dem Unbedeutenden, also dem, das anscheinend keine Bedeutung hat, eine Bedeutung zu geben. Also das ist ein ganz wichtiger Mechanismus in der Traumarbeit, eine Bedeutung in den verschiedensten Teilen zu suchen und sich auf das zu konzentrieren, was anscheinend überhaupt keine Bedeutung hat. Und ich sage oft meinen Studenten, dass wir sind eigentlich, Analytiker werden eigentlich zu Experten von Dingen, die entstellt sind. Wir hören immer nach den Entstellungen, nicht nach den Darstellungen, sondern wie etwas entstellt wird. Und ich glaube, das ist genau, ähnelt sehr der zeitgenössischen Kunst, dass wir also etwas nehmen, was sonst keine Bedeutung hat, ja, und damit spielen und dahinter den Grund sehen. Und das ist ein ganz wieder, oder sie auch wirken lassen. I think that in the 60s, Wilhelm Reich was very influential on artists. And many artists had this kind of general picture of that art can help, like, release energy or something like that. And but as a, so that could be a good influence of art, as opposed to sublimation, which is a form of repression. So I think that in the 60s, many people believed, and they were very critical of psychoanalysis in many different ways, but they didn't want to integrate it so much into art because they felt it was part of the problem, not part of the solution. And I think, I mean, this is really before my time, and but from, I have a feeling that at a certain point in the 70s, and Kossuth definitely had a role to play in the change, people stopped believing in the idea of spontaneity as they did in the 60s, and the idea that art can be just like non-conceptual play that can help release energy, the way some of the 60s artists were talking, that you know, just let them play and the energy will come out and they don't need to repress or to sublimate. I mean, this was this kind of spirit. And I think that Kossuth was one of the first people in the 70s that said, it's not a question of spontaneity. There is no spontaneity. Everything has to be discursive and language penetrate every single cell of not just thoughts, but art as well. And I think that once people started thinking in these terms, then psychoanalysis really started having a different type of influence. That's ja, also als Ergänzung noch hat Martin Gutmann gesagt, in den 60er Jahren wurde Wilhelm Reich wichtig. Damals hat die Vorstellung der Kunst gegolten, also Kunst setzt Energie frei, man müsse nur möglichst spontan malen und sich sozusagen äußern und veräußern. In den 70er Jahren waren dann eben Künstler wie Kossuth, die gesagt haben, das hat gar nichts mit Kunst zu tun. Also Kunst ist keine spontane Äußerung, sondern hat sehr viel mit Konzept zu tun, mit Analysieren, mit dem Analysieren von Zuständen und ja, das war es im Großen und Ganzen. Und setzt keine, genau, und in dem Punkt ist dann wieder die Psychoanalyse auch wichtig geworden als eine Form der Auseinandersetzung mit der Welt, mit Zuständen, mit gegebenen, nicht sozusagen diese spontane, eruptive Es, das arbeitet. Ich denke mir, eigentlich können wir noch sehr lange weiterreden, wenn wir jetzt dann noch reden über
das bereits angeschnittene Thema Homosexualität. Bei DaVinci sind wir morgen noch nicht fertig. Ich würde Sie alle gerne zu einer Schlussrunde bitten, einem Schlussstatement, das damit endet. Schauen Sie sich die Ausstellung an. Das ist immer ein bisschen unglücklich, wenn man die Erste mit dem Schlussstatement sein muss. Ja, ich glaube, dass wir im Zuge des Sprechens und auch des Zuhörens schon diesen Bogen gekriegt haben. Und für mich ist das Wesentliche noch einmal herauszustreichen, den Bogen gekriegt haben, sozusagen, wie sehr auch vom Strukturellen, vom Zugang oder von dem Bewussten, sich bewusst machen über das Funktionieren und von unserer Welt, aber auch vom Konstruieren von Bedeutung, nicht? Das ist sozusagen, wie Bedeutung konstruiert wird, ist sozusagen das Business des Künstlers und das ist auch das Business des Psychoanalytikers, um diese Konstruktion von Bedeutung zu wissen. Und wie sehr sich diese Momente dann in den letzten 20 Jahren, dann in den 90er Jahren waren die Kontextkunst, haben Sie ganz am Anfang erwähnt, und wie sehr sich das auch immer mehr zu einer sozialen und sozialpolitischen Interesse, ganz weit weg von La Pour La, sondern wirklich für an Menschen interessierte Disziplin sozusagen geworden ist, vor allem in diesen Werken, die wir hier oben sehen, macht auch noch einmal eine Parallele auch zur heutigen Psychoanalyse auf. Und die Schwierigkeiten sozusagen, wenn liegt auch in der Natur der Sache, auch die zeitgenössische jüngere Kunst, die auf eine andere Art und Weise mit der Bürde der Repräsentation umgehen wird, wie es Kossuth noch gemacht hat, weil die Kontextkunst und die Ideenkunst an und für sich schon längst die Legitimation gewonnen hat in der zeitgenössischen jüngeren Positionen, wird man das Spiel aber trotzdem ernsthaft betreiben, weil in dem Moment, wo auch zeitgenössische Kunstpositionen den Finger auf die Wunde legen und sozusagen die Entstellungen aufdecken, um Anerkennung kämpfen müssen. Und vielleicht gibt es da auch eine Parallele zwischen der zeitgenössischen Kunst und der Psychoanalyse heute. Wir sind ein bisschen schnell über die Neurowissenschaften hinweggegangen, was mir ein bisschen die Möglichkeit genommen hat, darüber ein wenig zu schimpfen. Bitte. Aber ich möchte... Das könnte man ja das Schlusswort dazu nutzen. Missbrauchen, das Schlusswort, um da ein bisschen Klarheit zu verschaffen. Oder zumindest, obwohl ich Psychiater und Neurologe bin, bin ich mit gewissen Positionen der sogenannten modernen Neurowissenschaften, kann ich mich kaum anfreunden. Das ist besonders dann, wenn das die Neurologie... Das ist wie Freud und seine zeitgenössische Kunst. Nicht unbedingt. Also ich, zeitgenössische Theorien interessieren mich sehr. Also ich bin immer aufgeschlossen gegenüber Dingen, die eben mit der Psychoanalyse in einem gewissen Zusammenhang stehen. Aber die neurowissenschaftlichen Positionen, die glauben, dass sie die gegenwärtige Form der Psychoanalyse darstellen, das ist ein Kategorienfehler ersten Ranges. Die Neurowissenschaften betreiben eine Forschung, die ausgesprochen spektakuläre Ergebnisse bringt. Aber auf einem Gebiet, wo man sagen könnte, ja, das ist etwas, was mit Psychoanalyse nur bedingt etwas zu tun hat. Nämlich, es gibt einen großen Unterschied zwischen Traumforschung und Traumdeutung. Die Neurowissenschaften machen Traumforschung. Die Psychoanalyse macht Traumdeutung. Und das sind zwei ganz verschiedene Dinge. Zu sagen, wo sich das abspielt, wo der Mensch träumt im Gehirn, dass da jetzt irgendwo einige Synapsen zum Glühen beginnen und dann andere wieder verblassen, das kann mir nicht meinen Traum erklären, wenn ich in der Früh aufwache und verstört bin und kann sagen, okay, aha, mein Hippocampus hat wieder durchgedreht oder sonst irgendetwas.
Das ist ganz etwas anderes. Die Traumdeutung ist eine hermeneutische Frage und braucht eben eine, spielt sich auf einer ganz anderen Ebene ab. Also da diese Okkupationsbewegung der Neurowissenschaften auf alle möglichen Gebiete, wo sie jetzt so tut, als wäre sie die Meisterdisziplin, die alles erklären kann, ist eine vollkommene Verdrehung der Ursachen. Ich bin nicht traurig, weil mein Hippocampus feuert oder mein präfrontale mein Zingulus da in irgendeiner Weise etwas inaktiv ist oder sonst irgendetwas, sondern weil ich mir gerade etwas gedacht habe oder weil mir jemand etwas gesagt hat. Und diese Ursachen, die jetzt die Ursache für Religiosität von Menschen liegt auch schon inzwischen einerseits in den Genen und andererseits irgendwo in einem Hirnareal. Und das ist eine sehr bedenkliche Mentalität, die bei mir aus drei Konstituenten besteht, die ich sehr bedrohlich finde für die Auffassung von Menschen, nämlich diese Überbedeutung von biologischer Genetik, zweitens die Reduzierung des Menschen auf sein Gehirn und drittens die Gleichsetzung von Mensch und Tier. Also da gehen wir in eine Richtung, wo... Dabei habe ich aber vom Seke ein Zitat verwendet, das einem Psychoanalytiker doch eigentlich gut gefallen müsste, nämlich eine dauerhafte Unzufriedenheit ist eine der stärksten Triebkräfte der Kreativität. Ja, das ist aber auch keine neurowissenschaftliche. Das ist eine sehr gute Beobachtung, die aber nicht aus der Neurowissenschaft kommt. Aber denn, ist es halt nun einmal. Ja, ja, ich habe nicht gesagt, dass alle Neurowissenschaftler Dummköpfe sind, ja. Sondern ich habe nur gesagt, gewisse Positionen. Und da muss man sich davor hüten, dass man da nicht diese Kategorienfehler begeht. Andererseits ist aber auch das, was man hier in, zum Beispiel in diesem Haus sieht, genau eben diese andere Seite des Gehirns, nämlich nicht Leitungen und Synapsen, sondern Inhalte. Und diese Inhalte sind großartig und daher sage ich, gehen Sie noch einmal in diese Ausstellung, falls Sie schon einmal waren. Danke. Ja, dem kann ich mich auch anschließen. Wir sind vielleicht auch ein bisschen zu schnell weggekommen von dem, was Sie angeschnitten haben, die sozialkritische Dimension und ob die Psychoanalyse was dazu auch beitragen kann. Und ich würde sagen... Wir können ja das Schlusswort in ein Vorschlusswort umwandeln. Ja, nein, dass die Psychoanalyse eben immer eine Methode ist, die eben immer wieder hinterfragt. Also selbst wenn Sie in ein Museum gehen, wo man vielleicht genau zeigt, wie das Kunstwerk entstanden ist, soll man sich trotzdem immer wieder fragen, warum wird uns das jetzt gezeigt? Also insofern ist es immer eine Methode, die sich nie zufrieden gibt, die immer wieder weiterfragt. Und ich glaube, die sich eben nicht mit der Schönheit eines Objektes befriedigt, sondern fragt, warum ist es hier? Was will es von mir? Und insofern schließe ich mich der Einladung an und gratuliere Ihnen für wirklich eine sehr schöne, kurierte Ausstellung. Jetzt habe ich aber dann noch trotzdem, also war doch ein Vorschlusswort, Konstruktion von Bedeutung. Sehen Sie sich als Analytikerin, als eine Konstrukteurin von Bedeutung? Wenn, dann nur mit dem Patienten zusammen. Also ich sehe mich nicht als jemand, der Bedeutungen erklärt, sondern versuche, nach Bedeutungen zu suchen. Also nach Fantasien, nach Ideen, was Dinge, die man immer mit einer Sicht gesehen hat, plötzlich einen anderen Blick bekommen. Mhm. Ja, diese Klarstellung fand ich noch wichtig. Ein Schlusswort, das wahrscheinlich auch damit enden wird, schauen Sie sich die Ausstellung an. Für uns war es eben auch wichtig, diese Runde hier zu machen, um über das hinaus, was wir in der Ausstellung zeigen, auch andere Kontexte reinzuholen. Was, glaube ich, ein bisschen gelungen ist, natürlich ist es
relativ oberflächlich, bleibt es an einer gewissen Oberfläche, aber ich finde schon sehr wichtig, das dann auch zu kontextualisieren. Und wenn wir sagen, wir machen eine Ausstellung zu Sigmund Freud und dem Spiel mit der Bürde der Repräsentation, dann impliziert das sehr, sehr viel. Sehr viel auf der Seite der Kunsttheorie und der künstlerischen Produktion, aber vielleicht eben auch mehr, was sozusagen kulturwissenschaftliche, kulturhistorische oder kultursoziologische Aspekte anbelangt. Und ich würde sagen, für uns ist Sigmund Freud sicher ein guter Anstifter, sozusagen über diese Dinge nachzudenken. Vielleicht nicht in allen Dingen immer noch in der Form eins zu eins relevant oder buchstäblich relevant, aber sicherlich auch in so einer Auseinandersetzung ein guter Ausgangspunkt. Auch da habe ich noch eine Nachfrage, warum Bürde der Repräsentation? Ich habe das gelesen, der Titel kommt von Joseph Kosuth, mhm. Den habe ich mir nicht ausgedacht, aber ich würde den Titel, ich finde in diesem Titel steckt sehr, sehr viel drin von dem, wie man eigentlich einen Großteil dieser Kunst auch lesen kann und verstehen kann, nämlich eine Ambivalenz herzustellen zwischen Leichtigkeit und Schwere, eben das Spiel und die Bürde. Also es ist so etwas, das oszilliert zwischen verschiedenen Polen, sich dann auch nicht ganz festlegen lässt und auch immer so ein Nachfragen eigentlich immer wieder impliziert. Auch dieser Aspekt des Anwesenden und des Abwesenden, das ja in der Zero and Not-Installation eigentlich das Hauptthema ist, die ja so ein grundlegendes, bestimmendes, organisierendes Element in dieser Ausstellung ist. Also ich würde diese Bürde und das Spiel auch in diesem Zusammenhang sehen, dieses Zero and Not, Gleichzeitigkeit und Ungleichzeitigkeit von Anwesenheit und Abwesenheit von Bedeutung. Ja, schauen Sie sich die Ausstellung an. Also eine gewisse Bipolarität, bitte. I guess apart from the fact that, I mean, when I think about why Kossuth really started dealing with psychoanalysis, specifically, I know him for quite a long time, and I think that he felt that that his type of conceptual art was about how human beings make meaning. That was almost his definition for his style of conceptual art. And he thought that Freud's project was similar, about the making of meaning. And on that sense, he made the parallel, and he tried to look at the psychoanalytic field as a kind of, first as a kind of a metaphor for what he was trying to do, and then maybe later, even more than a metaphor, but to really think specifically about what corresponds to certain ideational processes in the field of art. Now, I think that psychoanalysis can go a little bit further helping artists, because I really think that some of the concepts are very radical, and I mean, for example, when I took those lectures with Wolheim about it, I remember what really impressed me was the example of the instincts and their vicissitude. That I'm hating X, but I experience it as if X hates me. This kind of reversal. I remember that impressed me, because I know that it happens that way, and I know that in the field of art, there are a lot of reversal of, I think that I develop a certain attitude for the art object, but I experience as if the art object influences me in a particular way. And this is really just one example of how some of the radical insights of psychoanalysis are actually not at all exhausted, and they can still inspire a lot of thoughts, I think. This is really just one example, but something that impressed me. And I think there are a lot of others like that. Also, Martin Gutmann hat sich überlegt,
warum sich Kossuth begonnen hat, mit Psychoanalyse auseinanderzusetzen. Und er denkt, dass es damit zu tun hat, dass er mit konzeptueller Kunst Bedeutung schafft. Also wie schafft der Mensch Bedeutung in der Kunst? Und darum ging es auch Freud, um die Herstellung, um die Erzeugung von Bedeutung. Auch die Hinterfragung von künstlerischen Prozessen. Und auch dafür ist sozusagen die Psychoanalyse ein Raster, ein Rahmen dafür, der auch noch ausdehnbar und ausweiterbar ist und auch noch weiter denkbar ist. Die Frage der Gegenseitigkeit, also wie beeinflusst der Künstler die Kunst, also welchen Einfluss hat der Künstler auf das Entstehen des Kunstwerks, aber auch welche Bedeutung, welchen Einfluss hat das Kunstwerk auf den Betrachter, also diese Gegenseitigkeit, mit der auch noch sozusagen, wo auch, wie es so schön heißt, Luft in alle Richtungen ist, da weiterzudenken. Mein Schlusswort ist sehr kurz, also es hat eigentlich zwei Ebenen. Das eine, schauen Sie sich die Ausstellung wirklich an, und das wirklich für mich eins der aussagekräftigsten Arbeiten, die oben hängen, sie sind, klingt jetzt vielleicht banal, aber ist Aha von Haim Steinbach, und das hat mich jetzt den ganzen Abend irgendwie ein bisschen begleitet, dieses Aha, mit Fragezeichen manchmal, dort ist es mit Rufzeichen, auch so ein bisschen, dass Kunst eben nicht die eindeutige, klare Antwort gibt, sondern ganz im Gegenteil, wo man dann nach Hause geht und nachdenkt und weiterdenkt und eben genau das passiert, was Sie gesagt haben, was macht die Kunst mit einem? Also wie sehr verändert sie das Denken und die Haltung zur Welt und zu allem. Ja, in diesem Sinne, Ihnen allen danke, dass Sie da waren, Ihnen für Ihre Geduld. Und jetzt, glaube ich, ist die Ausstellung auch noch offen, oder? Viertelstunde. Dankeschön.